Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi hier heute im Studio und Till, der ist auch da. Till von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Heute wieder bei Shoki Banoki und wir haben heute den 19. Juni. Am 19. Juni haben wir ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist der Dirk Nowitzki. German Wunderkind. Mann, Mann, Mann. Ja, auch Sympath, ne, der Kollege. Ja, auf jeden Fall. Schon ziemlich geiler. Und ich sehe den sehr gerne auch in irgendwelchen Talkshows Werbespots. Und sowas. Werbespots sind mir jetzt relativ wurscht, sage ich jetzt mal. Nee, scheißegal sind sie mir eigentlich. Und aber in so Talkshows oder sowas, finde ich, kann er ganz gut quatschen. Oder? Das ist ja bei nicht allen Sportlern so. Nee. Nee, definitiv nicht. Vor allem, also ich habe den Eindruck, der Dirk ist relativ schlau. Ne? Ja, auch wenn der Gesichtsausdruck jetzt nicht... Ja, der ist, also ich meine... Ja, muss man so sagen. Halt mal auf, das ist eine Äußerlichkeit, die jetzt nicht auf der man nicht unbedingt jetzt rumreiten muss. Nein. Nee, definitiv nicht. Was war noch am 19. Juni? Ja, 2003 wurde in Spanien... ein LKW beschlagnahmt, der gefrorenen Tintenfisch transportiert hat. Ja. Ja. Nein, das war es natürlich nicht, aber in diesem LKW waren über 25 Tonnen Haschisch. Ah, jetzt lohnt sich's. Jetzt lohnt sich's. Also, Calamaris und gute Laune. 25 Tonnen Haschisch. Tonnen. Das war am 19. Juni, was für ein Jahr? 2003. Ja, kann man mal, aber so viel auf einmal ist krass, ne? Ja, 25 Tonnen, das sind, 25.000 Kilo. Das sind 50.000 Euro. D-Mark und Euro ist was anderes, ja. Nee, aber am 19. Juni, da ist auch der Max Schmeling Weltmeister geworden über einen K.O.-Sieg über Joe Louis. Hier sehen wir Max Schmeling, ja? Ja. Schon mal geboxt? Also nicht sportlich gesehen. Egal. Keine Ahnung, merke ich gerade. Auf jeden Fall, Max Schmeling ist nicht K.O. gegangen, sondern Joe Louis. Ja. Und da war, das war 1936 und da war Max Schmeling natürlich hier on top. Und, ja, also wir haben ja nicht so sehr viele deutsche Boxer dann gehabt, die zwischenzeitlich, also klar, irgendwann naja, kam hier... Also nicht im Schwergewicht. Also der Henry Maske und der Otke und so ein Zeug, das kam alles viel später, klar. Aber im Schwergewicht hatten wir, soweit ich weiß, keinen. Axel Schulz hat es mal probiert zwischendurch, hat es fast geschafft und dann ist er komplett abgestürzt. Aber ansonsten hatten wir im Schwergewicht jetzt keinen Deutschen, würde ich jetzt sagen. Nee, also Max Schmeling. Und der hat es am 19. Juni 1936 geschafft. Das heißt also, Max Schmeling haben wir. Wir haben die 35 Tonnen Haschisch in Spanien, die am 19. Juni entdeckt worden sind. Ja. Und Dirk Nowitzki, Happy Birthday, Dirk! Hat Geburtstag. Alles Gute. Ja. Das war die Tagesdosis Angeberwissen. Wir sehen uns morgen wieder am 20. Juni. Und da geht es direkt weiter. Als auf die Ohren. Immer wieder Tagesdosis, Tagesdosis, Tagesdosis Angeberwissen. Wie bei mir. Wie bei Till und seinem Vlog. Bei Till und seinem Vlog geht es ja auch. Jeden Tag gibt es da Videos. Hammer. Hingehen und liken und abonnieren. Genau. Cheerio, Miss Sophie.